Hansi Dreher, wir sind in Stuttgart. Du bist hier Publikumsliebling. Dein Gesicht ziert die Plakate. Welche Bedeutung hat dieses Turnier für dich? Ja, das ist für mich fast wie Heimat hier. Ich fühle mich hier wirklich zu Hause und versuche ja auch immer mein Bestes zu geben. Ja, jetzt haben wir eine Schnellfragerunde mit dir vor. Ich beginne einen Satz und du führst ihn einfach fort. Okay, bist du bereit? Ja. Weil diesen Moment in meinem Leben würde ich gerne noch einmal erleben. Den Sieg hier in Stuttgart 2012. Ah ja, okay. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, in welches Jahr würde ich gerne mal reisen? Kuss. Ja, mal so schauen, was in 100 Jahren ist. Ja, eher mal so Richtung Zukunft blicken quasi. Wenn ich für einen Tag in die Rolle einer anderen Person schlüpfen dürfte, welche Person wäre das? Ich bin eigentlich mit mir selbst ganz zufrieden. Ja, ja, wunderbar, das ist doch schön. Mein Lieblingsturnier ist? Stuttgart, ganz sicher eins davon. Aachen natürlich auch. Ja. Ja. Bier oder Wein? Bier. Bier? Berge oder Meer? Berge. Ja. Diese Eigenschaft ist mir bei einem Pferd besonders wichtig. Sein Kampfgeist, dass er mit mir zusammen kämpft, um wirklich null darüber zu springen. Mhm. Diese Eigenschaft bei mir hilft mir, um erfolgreich zu sein. Welche Eigenschaft bringst du mit? Meine Ruhe, meine Gelassenheit. Kommen wir zum nächsten Punkt direkt. Um mich zu erholen, brauche ich? Meine Familie. Familie ist wichtig. Zufrieden nach einem Parcours bin ich, wenn? Wenn ich eine gute Runde geritten habe und mein Pferd gut sprang. So, vielen Dank, Hansi Dreher. Viel Erfolg hier noch in Stuttgart. Und ich habe jetzt Couscous ein bisschen näher kennengelernt. Ganz süßer. Danke dir.